In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie beim Wechsel vom MediaReceiver 400 auf das neue Modell 401 die Festplatte umbauen. Es gibt mehrere Gründe, warum ein Wechsel vom MediaReceiver 400 auf das neue Modell 401 sinnvoll sein kann. Zum einen ist die UHD-Unterstützung gegeben, also 4K-Auflösung, vierfache HD-Auflösung, das Ganze kombiniert mit HDR, High Dynamic Range für mehr Farbtiefe und mehr Kontrast. Das neue Gerät ist zudem auch deutlich leistungsfähiger geworden dank etwa vierfach schnellerem Prozessor und auch doppeltem Arbeitsspeicher. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Sie vielleicht Netflix nutzen möchten, denn auch dies ist jetzt mit dem neuen Modell 401 möglich. Die Netflix-App steht zur Verfügung. Gerade auch in Verbindung wieder mit 4K oder UHD ist das sehr interessant, da Netflix ja hier einer der Marktführer, was Inhalte betrifft, ist. Die Festplatte ist mit 500 GB bei beiden Geräten gleich groß. Für Kunden, denen es wichtig ist, beim Wechsel vom alten auf das neue Gerät ihre eigenen Aufnahmen zu behalten, hat die Telekom nun einen Prozess entwickelt, die Festplatte einmalig vom MediaReceiver 400 in den 401er umzubauen. Als ersten Schritt entfernen Sie hier die Klappe mit der Aufschrift Festplatte am MediaReceiver 401, also dem neuen Gerät, und entfernen Sie die Festplatte, indem Sie hier in der Magenta-Lasche einmal ziehen. Im zweiten Schritt verbinden Sie den MediaReceiver ohne Festplatte mit dem Internet, also am Netzwerkkabel, sowie per HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher, stecken anschließend dann den Strom ein und jetzt als dritter Schritt starte ich das Gerät einmal. So, das Gerät startet jetzt im vierten Schritt. Jetzt wird auch einmal das Logo angezeigt von der Telekom. Das dauert einen kleinen Moment und sobald das abgeschlossen ist, kommt der nächste Schritt, wo Sie das Gerät wieder ausschalten. Hier wird jetzt noch einmal der MediaReceiver gestartet und noch einmal der Status angezeigt. Wenn das Gerät nun gestartet ist, im fünften Schritt schalten Sie das Gerät einmal aus und nehmen es wieder vom Strom ab. Als sechsten Schritt entfernen Sie jetzt den Deckel Festplatte vom alten MediaReceiver 400 und ziehen dort ebenfalls die Festplatte an der Magenta-Lasche heraus. Diese wird nun in den neuen MediaReceiver 401 eingesteckt. Und anschließend können Sie dort natürlich auch wieder den Deckel aufsetzen. Ich habe jetzt wieder alle Kabel angeschlossen und schalte den neuen MediaReceiver 401 mit der alten Festplatte jetzt hier wieder an. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann wird Ihnen auf dem Fernseher auch angezeigt, dass eine Festplatte vorhanden ist. Der Vorgang, bis die Inhalte dann auf dem neuen Receiver verfügbar sind, kann bis zu einer halben Stunde etwa dauern. In dieser Zeit darf der MediaReceiver 401 nicht ausgeschaltet werden. So, der MediaReceiver hat jetzt einmal neu gestartet und hier zeigt er mir an, Aufnahmen werden übertragen. Dies kann einige Zeit dauern, schalten Sie das Gerät nicht aus. Es kann etwa bis zu 30 Minuten dauern, bis die Übertragung erfolgreich ist, also die alten Aufnahmen dann auf dem neuen MediaReceiver verfügbar sind. Nach dem Neustart geht der Fernseher erstmal ins Live-Fernsehbild. Mit der OK-Taste kommen Sie dann hier in die Meine Aufnahmen und dort können Sie prüfen, ob das Übertragen geklappt hat. Hier sehen Sie dann alle Filme, die Sie vorher auf dem alten MediaReceiver aufgenommen haben. Und auch hier kann ich das nochmal prüfen. Ich sehe jetzt hier, von den ursprünglich 120 Stunden HD ist etwa die halbe Festplatte belegt. Das sieht man auch in diesem kleinen blauen Kreis. Das heißt, die Übertragung war erfolgreich. Ja, was ist sonst noch zu beachten? Wenn Sie die Festplatte in den MR401 eingebaut haben, ist es nicht mehr möglich, oder es kann zumindest nicht garantiert werden, dass die Festplatte anschließend noch im alten Gerät, im MR400, funktioniert. Also bevor Sie diesen Schritt machen, überlegen Sie sich, dass Sie das auch wirklich wollen. Ebenfalls zu beachten, wenn Sie das neue Modell 401 verwenden, kann ein alter Zusatzreceiver MR200 aktuell nicht mehr auf die Festplattenfunktion des Hauptgerätes zugreifen, also kein Timeshift und keine Aufnahmen. Wenn Sie also auf die neue Gerätegeneration umstellen, sollte auch das Zweitgerät dann auf den MR201 gewechselt werden. Falls Sie im Rahmen eines Endgerätes-Service-Pakets vom alten auf den neuen MediaReceiver umsteigen, beachten Sie, dass Sie dann die Festplatte des neuen Receivers in den alten MR400 einbauen, bevor Sie diesen dann an die Telekom zurücksenden. Der neue MediaReceiver ist besonders leistungsstark und schnell dank neuem Prozessor. Er unterstützt neben der Wiedergabe von echten UHD- oder 4K-Inhalten auch das Upscaling, also HD-Inhalte werden entsprechend hochgerechnet und wiedergegeben. Zusätzlich ist jetzt auch Netflix integriert. Zum neuen MediaReceiver finden Sie auch weitere Videos in unserem YouTube-Kanal zur Inbetriebnahme und welche Unterschiede das Gerät zum alten Modell genau noch hat. Für Video on Demand in UHD-Qualität reicht bereits ein Magenta Zuhause S-Tarif, da hier die Inhalte auch zwischengespeichert werden können.
Für Live-TV in 4K-Qualität hingegen wird ein Magenta zu Hause L-Tarif benötigt, also mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Ob ein solcher Anschluss bei Ihnen verfügbar ist, falls Sie den noch nicht haben, können Sie online auf unserer Webseite prüfen. Gern beraten wir Sie aber auch telefonisch an unserer eigenen Hotline, welche Angebote an Ihrem Standort möglich sind, oder nehmen Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.